Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Es ist Mittwoch, der dritte im Herbst und ich frage mich gerade, habe ich eventuell die Musik ausgemacht? Es wundert mich. Nein, die Musik ist an. Ja, jetzt hört man auch was. Ach, sehr schön. Und wir haben Post. Wer schreibt uns? Hallo Lilly, ich würde meinen Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie können so gute Mädchen. Sie sind. Sie können vor allem. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Sie lieben das Zeug. Danke, Mani. Oh nein. Ich glaube, dass wir kein Amaranth angepflanzt haben, ne? Das ist alles anderer Kram. Das ist kein Amaranth. Das ist Weizen. Dann habe ich Aubergine. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist dieser. War das Sellerie oder so? Ich weiß es nicht mehr. Aber Amaranth haben wir nicht. Das bedeutet, dass ich auf jeden Fall Amaranth noch anpflanzen werde, denn sonst schaffen wir diese Quest nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange es jetzt dauert, bis der wächst. Da müssen wir gleich auf jeden Fall zum Pierre. Wobei ich mich jetzt frage, es ist Mittwoch, hat der geöffnet? Bin ich mir gerade nicht so sicher und ich frage mich auch, wann ich es jemals lerne, die Felder hier effizient und vernünftig zu gießen. Ich glaube, es wird einfach niemals passieren. Da kann ich mich freuen, wenn ich irgendwann mal die anderen Sprinkler habe. Fehlt da jetzt ein Mais? Da fehlt auch was, ne? Dann war da beim letzten Mal irgendwas fertig, glaube ich. Oder ist dahinter noch was? Muss ich gleich noch mal eben kurz schauen. So, das noch mal gießen. Das noch mal gießen. Und das hier zur Vorsicht auch. Ist da noch was? Ja, ich glaube, dahinter ist noch was, ne? Aber hier fehlt definitiv eins. Okay, also, wir brauchen definitiv Amaranth. Was gibt es denn noch so zu tun? Kuhvergnügen, ein Bündel Amaranth. Ja, okay. Wie gesagt, dann statten wir dem Pierre gleich einen Besuch ab, wobei ich echt glaube, der hat mittwochs geschlossen. Bin ich mir eigentlich fast sicher. Und ansonsten weiß ich gar nicht mehr, was jetzt groß zu tun ist. Meine letzte Aufnahme ist mal wieder ein paar Tage her. Deshalb muss ich jetzt gleich erstmal schauen, was hier sonst so abgeht. Nee, das wollte ich gar nicht da reinpacken. Das wollte ich mitnehmen. So, Struppel, du hast mal wieder nichts zu trinken da oben, ne? Ich hab's gesehen. Und dann werde ich mal eben kurz das hier weghauen. Und was ist es? Rostige Sporen? Okay, Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Ach, schön. Das freut mich, wenn der Gunther da ein bisschen was erzählen kann. Und wir haben ja noch genug Platz im Silo. Das bedeutet, dass ich hier auch mal ein bisschen Gras weghauen kann. So, Tiramisu, hallo. Kann ich dich direkt mal melken? Du hast doch bestimmt ein bisschen Milch für mich. Juhu, einmal Milch. Ach, supi. Die kommt direkt in die Käsemaschine. Und ich habe dich natürlich auch lieb, Tiramisu. Du bist ein ganz tolles Tier. So, das kommt natürlich wieder hier rein, damit wir das jetzt nicht unnötig mitschleppen. Und dann darfst du natürlich auch raus. Ja, komm, du kannst auch hier komplett rumlaufen. Ich lasse das Tor einfach auf. Das ist dann schon in Ordnung. So, dann nehmen wir hier einfach noch so ein bisschen mit. Oh, Fasern haben wir nochmal mitgenommen. Okay. Und da unten ist auch noch was fertig. Ich hau das hier nochmal eben weg, sonst sieht das so total unordentlich aus. Was war das jetzt? War das Ahorn oder so? Kiefernteer. Ah, okay. Gut, haben wir also ein bisschen Kiefernteer. Und dann gucke ich jetzt, ob wir uns heute Amaranth besorgen können. Ich glaube, das hier kommt auch mal direkt weg, genau. So, also, die Fasern kommen auf jeden Fall in die Truhe. Und das ist ja mehr oder weniger was zu essen, genau. Das haben wir da schon. Und die Mayonnaise kann ich direkt mal verkaufen. So, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg ins Dorf und schauen, was da so ansteht. Ich sehe auch gerade, oh Leute, eine Wildpflaume. Oh, cool. Die hat uns doch gefehlt zum Bündeln, ne? Ach, das ist ja richtig gut. Da ist noch eine. Ach, cool. Wow, das freut mich. Nee, was ich gerade sagen wollte, ich sehe gerade, dass unsere Energie jetzt gar nicht so krass runtergegangen ist. Das bedeutet, dass wir abgesehen vom Amaranth vielleicht noch ein bisschen was anpflanzen könnten. Ich meine, so geht's ja, ne? 225 von 270. Ich finde, das ist ganz okay. Wenn wir so im 200er Bereich bleiben, Anfang von 200, dann denke ich, ist das schon ganz okay. Aber wie gesagt, ich glaube, Pierre hat zu, ne? Oh, Abigail, was machst du denn so früh schon hier? Hat irgendjemand vielleicht Topas übrig? Oh, von Sebastian! Ich weiß nicht, ob ich noch einen habe. Ja, Mittwochruhetag. Ach, ich wusste es. Ich wusste es. Warte mal bitte, Abigail. Ich kann gerade nicht auf die Kürbisse dieses Jahr warten. Ach so, gar nicht. Leute, ich habe es heute mit dem Lesen, ne? Die Geisternacht wird gegen Ende der Jahreszeit veranstaltet. Es ist ziemlich unspektakulär im Vergleich zu dem, was man in großen Städten wie Zuzu zu sehen bekommt. Aber für ein Städtchen wie dieses hier ist es eine Menge Spaß. Geisternacht?
kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Hey, kann ich dich etwas fragen? Was hältst du von meiner Frisur? Sieht wie eine Art Pilzgewächs aus. Nein, sieht natürlich sehr schick aus. Ja, ich weiß, deswegen trage ich sie so. Oh Gott. Oh Gott. Dieser Typ. Warum? Warum? Wobei ich jetzt schon öfter in den Kommentaren gelesen habe, Geisternacht, echt, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass der Alex eigentlich ein ganz netter ist, wenn man sich ein bisschen mit ihm angefreundet hat. Ja, klar, ist er dann auch, das glaube ich auch wohl. Aber so auf den ersten Blick, ja, bisschen arrogant, der Gute. Aber okay, so, Frage, nach unten oder nach oben? Ich glaube nach unten. Da packen wir jetzt mal die Wildpflaume hin, sammeln Herbst, jawoll. So, Bündel komplett, ach schön. Das freut mich natürlich sehr. Und was bekommen wir dafür? Herbstsaat, 30 Stück, oh wow. Oh wow, es kann natürlich sein, dass da jetzt der Amaranth dabei ist, aber das weiß ich ja nicht, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wie der aussieht, wenn der wächst, also von daher gehe ich, glaube ich, lieber auf Nummer sicher und werde dann morgen beim Pierre doch mal ein bisschen was kaufen. Ich meine, die 8 waren das, glaube ich, habe ich jetzt mal genommen, ne? Die 8, das ist jetzt auch kein großes Problem. Warte mal, Jody, warte mal bitte. Was hast du gesagt? Es ist schon 12 Uhr, meine Güte. Ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir. Okay, und was ist mit Sam? Hey, irgendetwas riecht gut, wie Pizza. Ah, das bin ich. Riechst du das auch? Vielleicht kocht Mutter etwas. Nein, das bin ich. Ich versprühe einen durchgängigen Pizzaduft. So, Louis, bist du im Garten oder kann ich bei dir plündern? Ja, gut, ich kann nicht so viel plündern. Zum Strand hätten wir auch gehen können. Elliot! Schatzilein, warte! Auch wenn das Spiel mich wieder ärgert, warte! Der Wald ist ein wundervoller Ort. Warst du schon einmal dort? Ja, war ich, Liebster. Ja, war ich. So, Gunther, mein Freund. Ich warte mal eben kurz, bis sich das hier einigermaßen wieder einpendelt. Geht der Elliot etwa ins Museum? Was ist da los? Hab ich ja noch nie gesehen. Aber gut. So, hat sich wieder eingependelt. FPS-Zahl ist super. Da ist wieder Unterricht. So, Gunther, mein Freund, ich habe da was für dich. Und zwar rostige Sporen waren das, ne? Pack ich mir einfach da so hin. Hat uns keine Belohnung gebracht. Na toll. Aber gut. So, ich würde sagen, wir gehen kurz zum Strand, schauen, dass wir da vielleicht ein paar Muscheln finden. Vielleicht angeln wir auch 2, 3 Fische oder so. Und dann, oh, Harvey, hallo, mit dir quatsche ich irgendwie nie, habe ich das Gefühl. Vergiss nicht, dir die Hand vorzuhalten, wenn du niest. Ja, okay. Und denk daran, dir danach die Hände zu waschen. Ja, okay. Es ist so angenehm, am Fluss zu leben. Oh ja, das glaube ich. Ich schlafe jede Nacht mit dem beruhigenden Murmeln des Meeres ein. Naja, des Meeres ja dann nicht, ne? Wohl eher der Fluss, aber gut. 2 Muscheln, das Vieh. Das ist ja richtig gut. Sonst noch irgendwelche Würmchen im Boden oder vielleicht Haley, die sich mal wieder bräunen will. War das die Muschel, die uns noch fehlt? Herzmuschel, muss ich gleich mal eben kurz schauen. So, hier haben wir noch eine Koralle und da oben sind noch ein paar Würmchen. Wow, wow, das ist das zweite Buch heute. Ey, das läuft ja richtig gut. Ja, sehr schön. Das finde ich richtig gut. Können wir eigentlich sehen, also abgesehen vom Museum selbst, wie viele Bücher wir schon haben? Mal eben kurz schauen. Das ist unsere Sammlung, das ist der ganze Kram. Nee. Nee, können wir aber nicht sehen, ne? Ich dachte vielleicht, dass man das irgendwie hier dann schon sehen kann. Aber gut, dann wohl nicht. Wow, 30 Mal Herbstsaat. Das ist richtig heftig, weil 30 kann ich, glaube ich, nicht anpflanzen. Ich denke, das ist eine Nummer zu heftig, oder? Vielleicht die Hälfte, 15 oder so. Oder in dem Fall, wenn ich immer 8 möchte, dann 16. Aber 30, wow. Das ist schon eine Hausnummer. Mit der Energie, meine ich jetzt, wenn wir noch nicht so viele Sprinkler machen können. Da ist nichts drin. Vielleicht habe ich ja Glück und finde meinen Sprinkler in der Mülltonne oder so. Aber ich glaube eher nicht. So, eine zweite Kuh könnten wir uns, glaube ich, leisten. Kostet, glaube ich, 1500. Aber muss erstmal auch nicht sein. Ich hätte eigentlich ganz gerne als nächstes, also als nächste größere Investition, hätte ich eigentlich ganz gerne den Pferdestall, muss ich sagen. Ich meine, das waren 6000. Kann das sein? Dass das Ganze 6000 kostet. Gut, müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen sparen, so viel ist klar, aber trotzdem, ganz so teuer ist es ja dann doch nicht. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte erstmal gucken, ob ich noch einen Topaz habe. Ja, natürlich, ich habe einen. Das ist schön, ich habe nur einmal Golderz. Ach, ist das doof.
Das ist echt richtig blöd. So, die Kiste ist jetzt komplett voll. Ach, das ist ja auch richtig doof, ne? Das bedeutet, ich brauche mehr Essenskisten oder ich muss ein bisschen was verkaufen. Wie wäre es denn, wenn wir das einfach mal verkaufen? Dann kommen die hier rein. Die Saat behalte ich jetzt mal eben kurz. Die Fasern kommen gleich sowieso weg. Ich verkaufe die Muscheln. Davon hatte ich jetzt gerade noch welche. Und ich verkaufe auch die Korallen auf jeden Fall. Dann packe ich... Nee, die Saat, was war das denn? Ach, das war Sommersaat, ne? Das ist noch Frühlingssaat. Darf ich beim nächsten Mal nicht vergessen, dass wir die noch haben. Ich wollte hier aber gerne die Fasern reinpacken. Dann wollte ich den Kram hier verkaufen. Und dann nochmal eben kurz hier reinschauen. Also, wo war das? Aquarium. Ach nee, das hatten wir schon, ne? Das war die Krabbenreuse. Nachtfische? Das hatten wir schon. Ich hatte die Herzmuschel schon mal. Ja, okay. Riffbarsch, okay. Ja gut, dann hatte ich die tatsächlich schon mal, den Stör hatte ich noch nicht. Und den Forellenbarsch könnte ich auch mal bei Gelegenheit wegbringen, ne? Den habe ich doch jetzt auch dabei, oder nicht? Wo habe ich ihn denn? Hier ist meine Essenskiste, aber hier ist nicht der Forellenbarsch drin. Der Forellenbarsch ist gar nicht mehr da, doch, da ist er. Ist jetzt natürlich von etwas besserer Qualität, aber ganz ehrlich, das macht nichts. Und das kommt dann einfach mal hier rein. So. Also, Topaz ist definitiv für den guten Sebastian. Und da muss ich mir jetzt echt überlegen, wie mache ich das mit der Saat, ne? Also, ich kann ja mal eben kurz schauen, ist da noch was frei? Nee, da ist auch was drin. Da ist ein Radieschen oder so drin. Ach, krass, ich dachte, das wäre da hinten irgendwie doch schon zerstört. Aber gut, ja, dann mache ich jetzt hier erstmal ein bisschen weiter, mache da nochmal meine 8 hin. Und dann können wir immer noch überlegen. Da runter und hier hin und da nochmal hin, genau. So, 22, ja, passt auf, dann machen wir das hier jetzt noch voll mit 8 und das machen wir dann auch noch voll, die Seite. Dann sieht es wenigstens so einigermaßen geordnet aus, auch wenn der ganze Kram hier dann natürlich durcheinander wächst ein bisschen, aber das ist dann ganz ehrlich halb so wild. So, und das kommt hier hin, dann können wir dazwischen noch den Weg ein bisschen weitermachen und dann haue ich mal eben kurz den Stein hier vorne weg, genau. So, nein, das wollte ich gar nicht, ich wollte das hier. So, und so. Da noch und da noch. Ich glaube, der Weizen braucht ja eh nicht ganz so lange, dass der auch dann bei Gelegenheit mal weg ist. Wow, und ich sag noch, ich möchte nicht ganz so viel verbrauchen. Jetzt habe ich 7 Stück, sechs Stück übrig. Was mache ich mit den 6? Leute, nee, die pflanze ich aber nicht noch ein. Das mache ich echt nicht. Wo kommt denn jetzt der Stein her? Das mache ich jetzt echt nicht. Ey, das wird doch viel zu viel. Wirklich jetzt. Das wird so krass, ne? Also hier passt das. Das bedeutet, ich bräuchte im Endeffekt jetzt 3 Holzwege. Da haben wir noch einen. Okay, also die Steine kommen erstmal hier hin. Und dann nehme ich kurz Holz mit und mache da noch... wo haben wir es denn? Mache da noch 1, 2, genau. Dass wir das hier auf jeden Fall einigermaßen schön haben. Ja, und dann wird es echt bei Gelegenheit Zeit... Kannst du es mal bitte da hinpacken? Warum geht das nicht? Ach, weil der Boden muss sich dann ja erst wieder, ja, regenerieren, trocknen. Ich habe keine Ahnung. Na super, das ist jetzt richtig doof. Aber gut, so, wir gießen mal den ganzen Kram. Natürlich wieder falsch, wie immer. Und dann, ja, geht es gleich vielleicht noch kurz ins Gemeinschaftszentrum. Wobei, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass wir das da hinbringen. Können wir auch am nächsten Tag noch machen. Und dann gucken wir mal, wo sich der Sebastian so aufhält und ob er sich denn über den Topaz auch tatsächlich freut, mein Liebster. Schaffen wir das noch, das hier alles zu bewässern mit dem, was wir haben? Das wäre richtig gut. So, da noch und da noch. Ja, echt schade. Echt schade, dass ich den Weg da jetzt nicht hinpacken kann. Das stört mich schon wieder. Ach, es ist ja schon 18:30 Uhr. Ach, krass. Ich habe jetzt gar nicht so sehr auf die Uhr geguckt. Das kommt weg. Der kommt dann dahin, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz fix hier oben rum. Da waren wir heute noch gar nicht. Wer weiß, was wir da noch so finden. Und ich komme zu dir, mein liebster Struppel. Ja, ich wollte nicht die Heuballen, ich wollte den Struppel. Ja! So, die Pilze können wir später rausholen, sofern ich noch dran denke. Aber jetzt bekommt mein Liebster gleich erstmal den Topaz. Und allgemein kann ich dir auch noch einen Quarz schenken. Das ist ganz schön. Gut, dass ich die jetzt immer dabei habe. Das hat sich jetzt echt irgendwie total eingebürgert, immer den Quarz dabei zu haben. Aber den brauche ich ja dann auch leider früher oder später für die Sprinkler. Und muss ihn dann bei Gelegenheit mal in den Schmelzofen packen. Leute, wo seid ihr alle? Wo seid ihr? Sebastian, wo bist du? Bist du oben in der Küche oder so? Nee, ne? Da ist auch sonst niemand. Ja, da ist die Maru. Maru, nee, mit dir möchte ich gerade nicht quatschen. Ach, doof. Ja, gut. Oh, Dimitrios, hallo.
Du baust vermutlich eine Menge interessanter Pflanzen auf deinem Hof an, nicht? Ja, es geht so. Vielleicht schaue ich mal vorbei und werfe einen Blick darauf. Das hast du bis jetzt noch nie getan, glaube ich. Oh, Lilly. Ich war ganz in Gedanken versunken über ein paar neue Schreinereiprojekte. Bei dir läuft alles okay? Wie steht es um das Balkenwerk in deiner Hütte? Ja, ganz gut, Robin. Ganz gut. Ich möchte jetzt eben kurz hier vorne hin und gucken, ob... Ja, da ist er, Liebster. Guck mal, ich habe was für dich. Hey, danke für die Hilfe. Genau das, was ich wollte. Ja, du bist genau das, was ich will. Oh, wie spät ist es? Ich habe letzte Nacht zu viel geschlafen. Oh Mann, hier schenkt dir doch Quarz. Danke, ich mag das. Ich weiß, mein Liebster, ich weiß. So, 240 haben wir dazu bekommen. So, Kuhvergnügen. Ach ja, das war Amarant. Genau, Pam ist durstig, nach wie vor. Das bedeutet, ich könnte mal eben ins Gemeinschaftszentrum gehen, den Fisch dahin bringen, wenn ich ihn jetzt schon mal dabei habe. Und dann vielleicht ganz kurz eben bei Gas vorbeischauen, in der Hoffnung, dass der heute helles Bier dabei hat. Das wäre ganz schön, was heißt dabei hat, ne? Anbietet in seiner wunderbaren Kneipe. Das wäre echt ganz cool. Aber ich habe ja auch vor einiger Zeit Hopfen in dieses Einmachfass gepackt. Ich weiß nach wie vor nicht, ob das richtig ist. Wir werden es sehen. Aber das muss ja dann auch bei Gelegenheit mal fertig sein. So, wo haben wir es denn? Hier haben wir es nicht. Da haben wir es. Hier kommt einmal der Forellenbarsch. Und jetzt brauchen wir da nur noch den Stör. Und was war das hier? Ach ja, das waren diese außergewöhnlichen, ne? Und das waren Ozeanfische, Buntbarsch. Okay, Thunfisch. Sardine, die hatten wir doch auch total oft. Habe ich die echt alle verkauft? War ich so blöde? Ja, war ich. Das ist wahrscheinlich typisch ich, ne? Aber ich wollte das ja auch am Anfang so machen, dass ich relativ schnell Geld verdiene und nicht alles irgendwie in den Kisten lagere, was auch klug gewesen wäre, aber okay. So, hier treibt sich wieder die üblichen Verdächtigen rum. Nein, du hast nur den üblichen Kram. Nein, 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 Salat. Nein, das wollen wir nicht. Wir hauen ab. Ich habe auch jetzt keine Lust, hier mit allen zu quatschen. Das können wir morgen noch machen. Irgendwann werden wir sowieso die ganzen Herzen bei allen erreichen. Wie sieht es da überhaupt so aus? Boah, Sebastian, ein Herz weniger als Linus. Richtig cool. Das finde ich echt richtig gut. Es ging jetzt doch schnell mit ihm. Finde ich echt schön. Das freut mich. Und ab 10 Herzen kann man doch dann heiraten, ne? Oder war das schon ab 5? Ich glaube, das war erst ab 10. Ach, da freue ich mich auch schon so drauf. Wir haben noch nicht mal das Haus vergrößert, ne? Fällt mir auch gerade so auf. So, haben wir sonst noch irgendwas, was wir verkaufen können? Nein, ich weiß, die Mayonnaise ist noch da hinten. Ist aber jetzt gerade auch gar nicht so wichtig. Struppel, hey, gute Nacht. So, wir gehen ab ins Bett. Und bin ich mal aufgestiegen beim Farming-Level? Nein, leider nicht. Ist ja super. So, wir haben 885 verdient. Das ist nicht besonders viel. Kann es heute bitte regnen? Das finde ich richtig gut. Ja, es regnet. Oh Leute, super, wir müssen uns um nichts kümmern hier. Wow, das ist richtig cool. Und was ist das hier geworden? Hopfen eingelegt. Okay, bedeutet, es wird also kein Bier. Gut, hätte ich mir aber auch rein theoretisch denken können. Also, das wird beides verkauft. Dann kommt, Moment, wollen wir gerade mal Platz für die Gießkanne? Da kommt die Gießkanne hin. Dann nehmen wir mit, ich würde sagen, Wildpflaumen. Wir nehmen einfach mal Radieschen und von mir aus noch ein Radieschen. Und dann hätte ich gerne die ganzen Melonen dabei, die 14 Melonen, genau. Dann würde ich nämlich heute einen Minentag machen, nachdem ich dann Amarant gekauft habe, natürlich. Aber dann bin ich da schon mal gut ausgerüstet mit allem, was ich so brauche. Und ich habe da jetzt... Oh, ich habe da jetzt... Das war dumm von mir. Ich hatte was ganz anderes vor. Aber ist egal, vergesst es. Ist jetzt auch egal. So, Pizza, Mozzarella, huch, ihr seid ganz toll. Ich habe euch ganz so lieb. Schön, dass ihr hier seid und mich jeden Tag mit Eiern versorgt. So, das kommt mit und das kommt rein. Und das kommt hier rein. Und dann gehen wir ganz fix nach unten zu Tiramisu, die wir jetzt noch eben schnell melken werden. Dann schnappen wir uns Amarant. Den nehme ich dann mit in die Mine. Ich bin jetzt einfach mal zuversichtlich, dass ich dann nicht sterben werde und somit nichts aus dem Inventar verlieren werde. Oh, Käse. Ja, super. So, Melkkübel nehmen wir mit. Was war denn das da unten? Achso, das war jetzt das Zeug. Okay. So, ja, Tiramisu sieht ganz in Ordnung aus. Ich möchte dich aber melken. Warte doch mal. Juhu. So, wir haben Milch. Die kommt jetzt, wie mache ich das jetzt am klügsten? Dahin. So, Milch rein und genau, das hier wieder rein. Und dann können wir Käse und Mayonnaise noch eben verkaufen. Und dann bietet sich das doch heute echt gut an mit der Mine. Wir haben noch volle Energie. Ich habe jetzt ziemlich viel Kram dabei, der unsere Energie und unsere Gesundheit erhöhen wird. Sofern es da zu Problemen kommt. Ja gut, irgendwas einschmelzen.
Ich wüsste jetzt nicht wirklich was, ne? Weil wir auch nur begrenzt Kohle haben. Und von daher lasse ich das lieber mal. Weil ich die Kohle ja dann doch ganz gerne für das Gold benutzen würde, was wir dann irgendwann mal brauchen, um die wunderbaren Sprinkler zu machen. So, Donnerstag. Ist irgendwas Besonderes am Donnerstag? Es ist auf jeden Fall keine Quest da. Das ist gut. Das bedeutet, ich muss mich auf nichts anderes konzentrieren. Elliot, du hast morgen Geburtstag. Das ist gut zu wissen. Achso, ja klar, 9 Uhr. Das ist gut zu wissen, dass der Elliot Geburtstag hat. Ist hier was drin? Nein. Shane, mein Freund, du hast wieder keinen Bock auf mich, ne? Dieses Wetter macht mich durstig. Ja, dann trink doch was, du Dödel. Dann trink halt was. Steht da einfach nur rum. Wetten, der kommt jetzt wieder eher hier rein als ich. Ne, der geht gar nicht hier rein. Okay. Ah, doch. Ne, doch nicht. So, 8.50 Uhr, mach hinne. Pierre, mach auf. Ich habe Geld für dich und ich möchte Amaranth von dir. Mein Lieber, so, Aubergine, Senfkohl. Genau, Senfkohl hatte ich noch angebaut. Süßkartoffel habe ich auch gar nicht angebaut. Eine Preiselbeersaat, Amaranth, 7 Tage. Na komm. Wir nehmen 8 mit. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Weintraubensetzling, boah, 10 Tage. Boah, ist das... Nee, lasst uns erstmal warten, was da bei unserer gemischten Saat rauskommt, die wir jetzt noch so haben. Lasst uns da erstmal abwarten, sonst wird es halt wirklich viel zu viel. So, auf geht's in die Mine. Und wenn wir Linus auf dem Weg treffen, dann kann ich dem vielleicht noch ein Radieschen schenken oder eine wunderbare Melone. Oder sonst irgendwas. Oder Amaranthsamen. Nee, die natürlich lieber nicht. Und dann hoffe ich, ich habe jetzt nicht den Wahrsagerkanal geschaut, dann hoffe ich einfach, dass heute ein guter Tag für die Mine ist. Dass wir viel Glück haben, was Schönes finden, weit kommen. Das finde ich echt richtig gut. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Bei 75? Kann das sein, dass wir bei 75 sind? Waldschwert, 818 Schaden. Ja gut. Der Shop, also die Abenteurergilde da, hat jetzt sowieso noch nicht geöffnet. Von daher kann ich da jetzt eh noch nichts machen. So, da sind auf jeden Fall Pinke. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, hier geht's ja dann ab, ne? Da ist auf jeden Fall schon mal die Leiter. Das ist super. Ich versuche so geschickt wie möglich an... Zeug dazu kommen. Ich weiß nämlich nicht mehr, was das für Viecher sind. So. Das ist... Ah, nee, das ist ja Gold. Ne? Ich dachte gerade im ersten Moment, das ist doch nur der Topaz. Aber nein, das ist Gold. Sehr schön. Nehmen wir mit. Wow, das hat unglaublich gut funktioniert. Da kommt irgendwo eine Fledermaus gleich. Oh, endlich komme ich hier ein bisschen Gold. Das freut mich. Das ist schön. Und am besten auch trotz Energie so wenig unnötigen Kram wie möglich mitnehmen. So, dich muss ich jetzt leider töten, ne? Pass auf. Ich möchte es nach wie vor irgendwie geschickt machen. Ich gehe mal eben so... Oh Gott, das ist ja ein Krebs. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So, ich dränge dich da oben hin. Mist, jetzt ist er da entwichen, ne? Aber ich kann dich auch hoch zur Leiter bringen, mein Freund. Doch hast du mich nicht getroffen. Ach, sehr schön. Den Krebs lasse ich jetzt einfach mal Krebs sein. Da ist noch ein bisschen Gold, was wir uns schnappen. Ah, supi. So, direkt 2, das ist schön. Da ist auch direkt die nächste Leiter. Oh, super. Das ist ja voll gut. Das ist voll gut. Da oben ist noch ein Krebs. Passt auf, dann töte ich erstmal den. Nicht, dass der mir jetzt... Hey, block nicht ab. Block nicht ab, du blödes Vieh. Das gibt's ja wohl nicht. Der ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Hör auf zu blocken. Geht doch. Oh, eine Bombe. Die nutze ich auch so, so selten. Ich weiß, dass die super effektiv sind. Ich habe letztens noch ein Video auf YouTube gesehen, wo einer damit super viel gesprengt hat, was auch total gut war. Aber ich selber, ich weiß nicht warum, ich habe die immer voll selten genutzt. Keine Ahnung, vielleicht soll ich das auch mal öfter tun. Aber man ist ja doch immer so ein bisschen hoch, so ein bisschen festgefahren in seiner eigenen Spielweise. Soll ich jetzt mal versuchen, dich zu töten? Wow, hat er irgendwas, was ich erst durchbrechen muss oder so? Das klingt gerade irgendwie nicht so cool. Also er trifft mich nicht. Kann ich dich auch da oben hin? Oh Gott. Hat er irgendwas hinterlassen? Kupfererz. Ja, okay. So, hier so intelligent. Ja, hier so intelligent. Oh! What? Was? Jetzt erinnere ich mich wieder an die Viecher. Hier, komm. Jetzt erinnere ich mich. Ja. Stirb. Stirb. Aber es sieht doch okay aus. Das ist alles noch total im Rahmen, was hier stattfindet. Das schnappen wir uns. So, da müsste ich mich jetzt nur ein bisschen beeilen, ne? dass sie mich nicht treffen. Kann er denn viel einstecken? Ey, hör auf damit. Ist er schon weg? Schatten
Essenz. Okay, ich glaube, die brauchen wir aber nicht mehr. Ist die Leiter hier schon irgendwo sichtbar da oben? Oh Gott, da oben vielleicht. Nein, ich laufe voll rein. Ich laufe echt total rein. Ach, Kumpel, jetzt komm her. Du brauchst mich auch nicht verlangsamen, vergiften oder was auch immer du da machst. Oh, da oben ist noch einer. Ey, weg da. Jetzt komm, jetzt möchte ich die noch töten. Wenn ich wenigstens, wenigstens hier die Erfahrung und alles bekomme und, ey, das gibt's ja wohl nicht. Oh, eine Rolle. Oh, das ist ja richtig gut. So, ich muss aber gerade ein bisschen was futtern. Wie viel Gesundheit gibst du? Ah, das lohnt aber noch nicht, ne? Das lohnt noch nicht, weil meine Energie nicht so weit unten ist. Dann kann ich besser hier noch ein paar Steine wegkloppen. Und das dann gleich nehmen. Ebene 83. Und keine Leiter? Das hat doch bis jetzt so gut funktioniert. Die war doch immer schon sichtbar. Hm. Aber okay. Ich mache natürlich lieber... Ey, hau bloß ab hier, da vorne. Ich mache natürlich lieber hier weiter, anstatt da hinten bei dem blöden Mistvieh, was so einen großen Radius hat und mich irgendwie überall trifft, habe ich das Gefühl. Oh Leute, Steine. Oh, was ist das denn? Was ist denn das Rote? Das hätte ich ganz gerne. Was kann ich wegpacken? Ich würde sagen, das packen wir weg. Was ist das? Magma-Geode. Ach, cool. Ach, ist ja richtig gut. So, dann würde ich sagen, komm, hauen wir uns jetzt mal das Super-Radieschen rein. Damit wir wieder super gut drauf sind. Trotzdem wäre die Leiter jetzt ganz schön. Also bis 85 schaffen wir es eigentlich auf jeden Fall. Hoffe ich, sage ich jetzt so. Da ist die Leiter. So. Was ist hier los? Hier ist ein bisschen Kupfererz. Da ist noch Golderz. Ich möchte gerne hier durch, sodass der mich gar nicht wirklich angreifen kann. Hoffentlich. Da kommt er mir aber schon hinterher. Der alte Lump. So, dann gehen wir da hoch. Was ist das denn nochmal? Ist das der... Aquamarin? Nee, ne? Ich glaube, das hat doch, das ist der Aquamarin. Was kann ich wegpacken? Ich würde sagen, das hier zweimal Aquamarin. Okay, ich packe auch zweimal Holz direkt schon mal weg. Davon haben wir so viel, sodass ich das nicht unbedingt brauche. Also, das kommt weg, weil ich gerne das Golderz da hinten haben möchte. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal, ja, hier unten ein bisschen weiter und sind jetzt in 85. Ach, wie gut. Schaffen wir es wohl in 90? 16.10 Uhr. Oh, wow. Das ist ja richtig nice. Das ist echt cool. Ich bin jetzt einfach mal zuversichtlich. So, das nehmen wir noch mit. Das hier ist alles mit dem Schwert weg. Wie viel Golderz haben wir jetzt? 21. Oh, cool. Das freut mich. So, hier jetzt nicht ganz so viel wegkloppen. Wer weiß, was da noch sonst so kommt. Omni-Geode hast du auch direkt mitgenommen. Ach, super. So, das ist gegen dich. Hier wird ein leichter Kampf, weil du es schön gegen den Stein da prallst. Sag ich doch. Was ist das? Nur Schleim und so eine weiße, wie heißt das? Weiße Alge, ne? Brauchen wir nicht unbedingt. So, Gold nehmen wir mit. Das hauen wir nochmal eben weg. Und da ist schon die Leiter. Oh, Leute, das läuft richtig gut. Ich gehe da jetzt auch direkt runter. What? Das darf ja nicht wahr sein. Ey, ist ja voll das Paradies heute. Was ist das Inventar voll? Das ist ein Rubin oder so, ne? Was kann ich wegpacken? Ich würde sagen, die Fasern. Ja, die können weg. Rubin, Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Sogar zwei. Oh, super. Gibt es denn hier sonst noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ja, natürlich. Nämlich Golderz. So, wir sind in 87. Möchte ich noch darum... nee, da sind mir gerade zu viele Steine, die ich dann weghauen müsste. Also aufgrund der Energie jetzt. Dann gucke ich nochmal eben hier unten. Nee, ach, wisst ihr was? Da kommt schon wieder eine Fledermaus. Nee, nee, ich gehe jetzt runter und habe da auch total Glück. Oh, schaut mal da unten links, das Schwarze. Was ist das denn nochmal für einer? Weiß ich gar nicht mehr. Das hier eben kaputt machen, nichts drin. So, ich würde sagen, ich gehe aber dann lieber hier lang, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, was dieses schwarze Vieh da so macht. Ob das schwer ist oder nicht, keine Ahnung. So, gehen wir einfach mal hier unten rum. Wow, also mit Gold, das läuft echt richtig gut. Hätte ich nicht gedacht... Ach, er wieder, ne? Hätte ich nicht gedacht... oh mein Gott, hier ist was los. Hier ist was los. Ja, okay. Da ist... Oh Gott, nee, nee. Lauf weiter, lauf weiter. Lauf weiter und wir versuchen hier oben unser Glück. Huh, huh. Leute, das ist so mega gut. Das ist einfach so mega gut. Ne? Ich gehe total ab, ihr merkt es. Oh, warum ist die Musik gerade so verheißungsvoll? Ich weiß es nicht. Inventar voll? Was konnten wir denn jetzt gerade nicht mitnehmen? Hat doch alles noch gepasst. Oh, ist das cool hier. Paradies. Oh, was ist das denn? Das ist noch ein Rubin, aber das andere hätte ich ganz gerne. Was kann ich wegpacken? Steine. Zweimal gemischte Saat. Schattenessenz. Was packe ich weg? Ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Wisst ihr was? Die Steine.
Ich habe das Gefühl, ja, das kann dann auch weg. Und was ist das? Was ist das? Bleirute. Oh, minus 4 Geschwindigkeit, 18 bis 27. Wow. Wow, das ist natürlich cool. Ich würde es gerne mal ausprobieren, wie das so ist damit. Oh, 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 sehr langsam. Oh, 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 ja, ja, sehr, sehr langsam, okay. Dann schaue ich mal, dass ich hier einigermaßen gut durchkomme, alles mitnehmen kann. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir noch mit. So, dass ich die hier so gut wie möglich austrickse, nicht unbedingt gegen alle kämpfen muss, aber trotzdem relativ viel Zeug mitnehmen kann. Das wäre echt schön. So, komm, hau das nochmal kaputt. Oh, wir müssen auf jeden Fall was essen, ne? Wie wäre es nochmal mit einem... Ich wollte gerade sagen, mit einem Superradieschen. Ich habe nicht gesehen, dass da unter die Leiter war. Leute, wir sind in 90. Wie geil ist das denn bitte? Und was ist das? Obsidian-Schneide. Oh, wie gut. Oh, wie gut. Was packe ich denn jetzt weg? Kupfererz. Kirschbombe. Leute, die finden wir doch relativ häufig, ne? Und da ich die, wie gesagt, sowieso eigentlich nie nutze, ich packe die jetzt weg. Oh, ist das geil. Minus 1 Geschwindigkeit ist natürlich scheiße, so. Aber 30 bis 45 Schaden und plus 10 kritische Kraft? Boah, das ist ja richtig nice. Ich möchte aber gerne wissen, einfach nur Interesse halber, wie sieht es aus in 91? So, okay. Wir verlassen die Mine aber auf jeden Fall. Wow. Also das war richtig erfolgreich heute. Ich bin richtig happy. Wow, voll zufrieden, ne? Wir müssen gleich nur auf jeden Fall noch ein Radieschen essen, damit wir unseren Amaranth noch aussehen können. Und auf jeden Fall noch gießen können. Na, Moment, da sehe ich doch was. Und was ist es? Ach, Kohle noch zweimal. Schön. Wow, also richtig erfolgreich. Das hat total gut funktioniert. Warum sind die Minentage nicht immer so? Ich finde, es sollte immer so sein. Aber nun gut. So, bei Gelegenheit könnte ich auch mal wieder die Pilze aus der Höhle holen und so, ne? Das kam jetzt alles ein bisschen zu kurz. Die Mayo, gut, kommt jetzt nicht auf einen Tag drauf an, wenn ich sie jetzt noch nicht verkaufe. Das bedeutet, haben wir jetzt hier noch irgendwo Platz? Wo packe ich das noch hin? Ich würde fast sagen, ich packe das einfach mal hier noch so hin, ne? Haben wir drei, dann gehen wir... Ja, super, wieder ein total daneben. Ja, richtig gut. Richtig gut, richtig gut. Und sehen dann hier noch Amaranth aus. Gegossen wird ja gerade sowieso. Wow, also ich freue mich über die ganzen Sachen, die wir hier für Gunther haben. Das ist richtig cool. So, also das kommt weg, das kommt weg und das kommt weg. Und, ach ja, die gemischte Saat. Ach, die habe ich ja auch noch. Mensch, das ist ja unfassbar. Pass auf, dann pflanze ich die erstmal ein. Ja, komm, die packe ich dann von mir aus. Hier, dahin und dahin. Ist dann unordentlich, aber hey, halb so wild. So, also, was muss ich hier wegpacken? Ich muss das wegpacken. Ich muss das wegpacken. Das ist die Schriftrolle. Die können wir verkaufen. Das ist Rubin. Sind Rubine? Das bedeutet... ich muss mal eben kurz überlegen. Da haben wir auch gar keinen Platz mehr. Ach, krass. Also, die bricht der Schmied auf. Die hier auch. Gunther kann dir mehr darüber erzählen. Also, einer ist für Gunther. Einer ist fürs Museum. Das hier machen wir jetzt eben. Das kommt da oben rein. Schattenessenz kommt hier rein. Schriftrolle wird verkauft. Aquamarin kommt auch erstmal da rein. Ja. Ja, ich muss mir noch eine zweite... Ach, was heißt eine zweite Kiste? Ja, doch, eigentlich eine zweite Kiste für den ganzen Rohstoffkram hier machen. So, das bedeutet aber erstmal, dass ich den Mist mitnehme. Und wir uns jetzt erstmal ein bisschen Gold machen. Und ein bisschen Gold bedeutet mehr Sprinkler. Ich freue mich so. Das wird echt so schön. Und morgen hat Elliot Geburtstag. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Und ich würde sagen, das war es jetzt für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Wähle einen Beruf. Kämpfer, alle Angriffe verursachen 10% mehr Schaden. Kundschafter, Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers mit um 50% erhöht. Ich möchte Kämpfer sein. Und wie viel habe ich verdient? Ja, ein bisschen, ne? 716. Na gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.